Ob pelzig oder mit Gefieder. Ein Wochenende lang drehte sich in der Münsterlandhalle in Kloppenburg alles um Tiere. Die 5. Heimtiermesse wurde von der Stadthallenbetriebs GmbH und der Mühle Wessling organisiert. In der vor 8 Jahren ins Leben gerufenen Messe geht es um Information. Denn jedes Tier braucht eine andere Pflege, die oft unterschätzt wird. Dass auch ein Zwerghamster, der wirklich nur so klein ist, in der Nacht bis zu 9 Kilometer zurücklegt und dementsprechend auch einen richtig großen Käfig braucht. Ne, weil der Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass die Tiere in viel zu kleinen Käfigen gehalten werden. Das ist also absolut nicht artgerecht. Daher ist es wichtig, sich vor der Anschaffung zu überlegen, ob das gewünschte Tier überhaupt artgerecht gehalten werden kann. Denn nicht jeder verfügt über genügend Platz, um zum Beispiel einen blauen V zu besitzen. Wer sich dennoch für solche Tiere interessiert, kann sich im Rasse-Geflügelzuchtverein aus Kloppenburg engagieren. Für Jugendliche ist der die Aufnahme und alles kostenlos und wir machen mit denen auch viele Sachen, wo die auch nichts bezahlen müssen. Wir bauen für die Käfige oder Volieren, besorgen denen auch Tiere mit und machen Ausflüge zu verschiedenen Aktionen wie Walsrode oder Zuchtschauen und so weiter. Auch der Stand von Manfred Haas mit seinem Adler Gandhi zieht viele Neugierige an. Der Falkner hat jahrzehntelange Erfahrung mit den Greifvögeln. Mit 8 Jahren bekam er seinen ersten Turmfalken und weiß, dass viele die Haltung von Adlern und Falken unterschätzen. Denn die Tiere müssen täglich geflogen werden. Am besten verfügt der Besitzer über ein eigenes Revier. Zum Beispiel finde ich auch, dass Frauen bessere Falkner sind als Männer. Die haben mehr Herz. Die überlegen anders, die geben das ganze Herz da rein. Und Männer wollen einfach nur cool sein, ne? Oh, ich habe einen großen Falken, ich habe das groß und das groß. Wenn die auf den Hof kommen und suchen sich Falken aus, garantiert wollen die immer den größten Falken haben. Auf 4000 Quadratmetern trafen über 40 Aussteller auf über 10.000 Besucher. Für den Veranstalter gibt es momentan auf dem Heimtiermarkt 2 Schwerpunkte. Der Trend geht ganz klar hin zu Katzen, also bei den Haustieren. Weil Katzen kann man alleine lassen. Katzen sind typische Singletiere. Und bei den anderen Sachen geht es hin zu kleinen Mini-Aquarien. Das ist der Trend, die Wohnungen werden immer kleiner. Diese Aquarien sowohl im Meerwasser- wie auch im Süßwasserbereich sind heute durch die Technik sehr pflegeleicht geworden, sehen richtig toll aus und die kann man überall hinstellen. Deshalb gab es auf der Heimtier 2014 einen Wettbewerb im Gestalten der kleinen Aquarien, Mini-Cubes genannt. Über den Sieger der 30 gestalteten Cubes entschieden die Messebesucher. Ob dieser Trend zum Dauerbrenner wird, erfahren die Tierliebhaber in 2 Jahren auf der Heimtier 2016.